Ist unsere ganze Menschheitsgeschichte nur eine Lüge? Warum fehlen von der Menschheitsgeschichte einfach 98%, also so ziemlich die gesamte Zeitspanne, seit es uns Menschen überhaupt gibt? Vor etwa 2 Millionen Jahren waren Menschen bereits sesshaft. Sie hatten Werkzeuge, Siedlungen und konnten Feuer machen. Nimmt man dieses Datum als Startpunkt des modernen Menschen und nimmt man Höhlenmalereien als erste primitive Aufzeichnung, die vor etwa 40.000 Jahren entstanden sind, fehlen einfach trotzdem 98% der Menschheitsgeschichte. Geht man noch einen Schritt weiter und zählt erst die Schriften des alten Ägypten als echte Aufzeichnungen, gibt es überhaupt erst seit ca. 5.000 Jahren Aufzeichnungen. Das würde wiederum bedeuten, dass die Menschen in nur 5.000 Jahren einfach so gut wie alles erfunden und entwickelt haben, was es heute gibt. Und im Umkehrschluss würde das bedeuten, dass die sesshaften Menschen von vor 2 Millionen Jahren einfach 1.995.000 Jahre sich keinen einzigen Schritt weiterentwickelt haben. Seltsam, oder nicht?